Hallo zusammen bei Frauenhuber Digital. Heute erkläre ich dir hier, wie man Potenzen multipliziert, also mal nimmt. Wir starten nochmal ganz kurz mit den Basics. Und zwar ist die Potenzschreibweise nichts anderes als die Abkürzung für die Multiplikation gleicher Zahlen. Also zum Beispiel kann ich die Aufgabe 5 mal 5 mal 5 mal 5 zusammenfassen als 5 hoch 3. Und umgekehrt wäre 6 hoch 2 nichts anderes als 6 mal 6. Dabei nennen wir die Zahl, die multipliziert wird, die Basis. Und die Zahl, die quasi angibt, wie oft die Zahl multipliziert wird, nennen wir den Exponenten oder auch Hochzahl. Alle Zahlen, die den Exponenten 1 haben, sind immer die Basis. Das heißt also, 6 hoch 1 wäre 6 und 7 hoch 1 wäre 7. Alle Zahlen mit dem Exponenten 0, wie 6 hoch 0, sind immer 1. Zum Beispiel auch 8 hoch 0 wäre auch 1. Das sind die Dinge, die du dir merken musst. Und wie ist es jetzt, wenn man Potenzen multipliziert? Wir unterscheiden drei Fälle. Im ersten Fall sind es Aufgaben mit einer gleichen Basis. Also zum Beispiel 2 hoch 5 mal 2 hoch 4. Das kann ich zusammenfassen, indem ich die Exponenten addiere. Also ich rechne 2 hoch 5 plus 4 wäre 2 hoch 9. Das Ganze kann ich natürlich auch noch allgemein schreiben. Also ich habe eine beliebige Zahl a hoch n mal a hoch m. Dann rechne ich a hoch n plus m. Nächster Fall. Die Basis ist nicht gleich, sondern der Exponent. Zum Beispiel 2 hoch 5 mal 3 hoch 5. In diesem Fall können wir das zusammenfassen als 2 mal 3 hoch 5. Wir multiplizieren also die Basis und der Exponent bleibt gleich. Das wäre dann 6 hoch 5. Allgemein lässt sich das Ganze wieder schreiben als a hoch n mal b hoch n gleich a mal b hoch n. Und der letzte Fall ist eine Kombination quasi. Wir haben die gleiche Basis und gleichen Exponenten. Zum Beispiel 2 hoch 4 mal 2 hoch 4. Dann multiplizieren wir wieder die Basis, also 2 mal 2, und der Exponent bleibt gleich, wäre 4 hoch 4. Das können wir natürlich auch noch allgemein schreiben. A hoch n mal a hoch n ist gleich a mal a hoch n. Das war's schon. Ein erster kurzer Überblick. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.